Guten Morgen, wir wohnen halt noch Liens in Osttirol. Achso, wir haben uns übrigens 5 in der Früh. Warum mache ich das? Viel Spaß. So, ich bin jetzt da am Bahnhof und wir haben es jetzt kurz vor 6. Es waren keine Straßen auf die Autos. Ich bin normiert, es waren keine Autos auf die Straßen. Und da oben ist auch schon der erste des Tages. Juhu. So, wir sind jetzt da in Bozen, haben einen kurzen Aufenthalt von 10 Minuten. Da steht der Hinterloh und da steht Mainz. Scheiße, ist das kalt. Ich bin jetzt da in Vierschach, also eine Station noch innen und noch der Grenzstation. Wir sind da jetzt noch in Italien, aber hier danach ist da noch die Grenze erst. Und eben, ich habe mich entschieden, da jetzt eine halbe Stunde zu warten, weil der Zug, mit dem ich jetzt komme, bin der Fort Lapis Sicilian. Und ich habe mir gedacht, ich warte jetzt da wieder und fahre jetzt in einer halben Stunde noch wieder weiter. Jetzt sehen wir noch gleich einen Zug in die Gegenrichtung, da unten ist ein Bus. Und mit dem bin ich sogar mal gefahren, um ihn nach Prato alla Draga, Winnebach. So, da gegenüber vom Bahnhof ist direkt das Skigebiet mit einem Anschluss an den Halm. Und das ist noch der Durchgang vom Skigebiet um jetzt den Bahnhof. Und übrigens da in der Bar da dahinter, da habe ich meine teuerste Lemon Soda jemals gekauft. Und zwar 2,50 € a Latina. So, das ist jetzt der Regionalzug, eine Vers und bei der Durchsage ist gerade gewesen. Achtung, Zug ins italienische Territorium fährt ein. Der Zug nach Österreich fährt ein. Achtung, bitte treten Sie von der gelben Linie zurück. Weitere Informationen über die Halte an Bord des Zuges. So, wir verlassen jetzt Südtirol und Italien und betreten Österreich. So, wir sind jetzt in der S-Bahn und fahren weiter Richtung Spital an der Drau und dann sehen wir uns noch. So, wir sind jetzt in Spital an der Drau und es kommen keine Züge bzw. ein Güterzug ist jetzt gekommen und wir wissen nicht, ob wirklich irgendwas los ist oder nicht. Jetzt haben wir gerade in Eurocity und fahren Richtung Malnitz und ab Hemm sind noch Autozüge, die fahren durch den Tunnel durch. Das ist jetzt die Dauerbahn und eben da gibt es noch einen Tunnel und da fahren sie mit Autozüge durch. Dann schauen wir dann, wie sie auflegen und dann fahren wir wieder zurück. Volle cool, weil wir können jetzt mit einem Eurocity einfach rauf fahren. So, wir sind da jetzt in Malnitz. Da fängt noch der Tunnel an, ab da sind noch die Autotransporte an. Wir sind jetzt nochmal neben dem Bahnhof auf der Strecke und fotografieren jetzt nochmal den Autozug, weil hell ist jetzt das Einzige, was kommt. Jetzt haben wir gewartet, eine halbe Stunde, nichts anderes kommen. Wir fahren dann noch um in Richtung Villach und zwar mit einem Zug, der kommt aus Frankfurt. Voll cool, da hat man wahrscheinlich DB-Material, also ein weißer Intercity. So, nichts mit deutschem Wagenmaterial. Hier ist unser Standard ÖBB Eurocity. Schade, ich habe mich schon gefreut. So, wir sind da jetzt in Villach. Ich blende ein schneller Video ein. Und zwar hat man gerade eine Parallelfahrt gehabt mit an Liens noch und an Slowenen. Okay, what the fuck?
So, wir sind da jetzt auf so einer komischen Brücke. Aber es ist kein Verkehr, nichts fährt durch, keine Güter, keine Personenzüge, S-Bahn, aber es ist nichts Interessantes. So, wir haben da jetzt im Railjet. So, ich bin jetzt in mein Hotel umgefahren. Unklar, man fragt nicht, was mit meinen Haaren los ist. Ich habe den ganzen Tag einen Kopf getragen. Ich habe sogar einen kleinen Mini-Balkon. Man sieht nicht, er ist gleich breit wie die Tier. Fixe Roomtour, oh mein Gott, das wollte ich schon alle machen. Boot, Tier, Bett, Schreibtisch und nur ein Bett. Obwohl ich eigentlich gleich allein bin und Einzelzimmer oder so. Und ja, das ist auch der Balkon. Mehr gibt's nicht. Osttirol, dein Bergtirol. Gott ist das schön. Und wir sehen uns noch morgen wieder. Gute Nacht. Guten Morgen. Es ist kalt draußen. Es ist jetzt 8:30. Ja, wir gehen jetzt zum Bahnhof, aufs Frühstücken und noch ganz wieder Richtung Busterdoll. Da sind wir jetzt am Bahnhof. Gestern war ja nichts los. Da hinten haben sie jetzt aber das Holz verloren. Da steht ein Güterzug auf 11:44 und der ist gestern schon gestanden. Ja, Heint get action und Heint vorgehauen. Das ist ja eine Unverschämtheit da. So, jetzt sind wir hier angekommen. Ich habe schon wieder Hochdeutsch gesprochen. In Dassenbach. Zug fährt gleich weiter. Jetzt kommt langsam die Sonne aus. Da hinten nochmal im Bahnhof, da haben wir die Bahnlinie Richtung Innichen, Franzensfeste. Und da müsste irgendwann ein Industriegleis sein. So, und die machen wir jetzt auf dem Heimweg. Heißt, wir sehen uns noch im nächsten Video wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Danke fürs Zuschauen. Und ja, bis dahin. Ciao. Die eine L44 tun und der zeige ich jetzt bei unserer Abfahrt in... Ich wollte eigentlich Hochdeutsch reden, aber ist ganz egal.